Okay, wir gehen einmal hier rum. Ach, guck mal, hier mit diesem Bam... Was? Ihr wollt Stress oder was? Ich hab kein Problem. Stellt euch und kämpft! Na, stellt euch den Kampf. Hey, Yumi! Ich nenne dich trotzdem Yumi, okay? In Spielen sieht das immer cooler aus als in der realen Welt. Ja, das stimmt schon. In der realen Welt sieht es meistens immer blöd aus. Aber hier sieht es eigentlich richtig klasse aus. So, wir werden... Oh, sehr schön. Wir werden erstmal hier aufräumen. Und zwar werden wir dieses... So, den haben wir. Der hier schon wieder mit seinem Flitzebogen, ne? Okay, ich muss hier ein bisschen weiter weg. So, die haben wir. So, dann war da oben noch einer. Ah, okay. Oh, den holen wir uns mal schnell. Guck mal, ran hier. Ups, hoppala. Was? Was ist das denn, Alter? Okay, wir haben kein Heil mehr. So, jetzt muss ich kurz nochmal gucken, was geht. Was hat ihr von Wespen? Also ich finde die nervig. 24-7. So, Ingrid. Hey, Steven, alte Hütte ist auch am Start. Ja, moin. Nicht genug Entschlossenheit zum Heilen. So, ich muss irgendwelche Banner zurückholen. So, den haben wir. Man sieht aber auch nicht genau, wie viele Gegner man hier noch hat, ne? Steven haut wieder 100 Bits rein. Danke, Steven, für die 100 Bits. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ihr könnt natürlich auch gerne Bits spenden, wenn ihr Bock habt. Oder halt direkt spenden auf den PayPal-Link. Damit geht mir natürlich dann nichts flöten. Das, was über PayPal gespendet wird, geht natürlich 100% zu mir. Und nicht erst an Twitch noch ein bisschen. Von daher. So, diesen Banner haben wir auch. Ich muss bloß mal gucken. Da oben ist kein Flitzebogenmann. Ich nenne das immer Flitzebogen. Ja, natürlich könnt ihr auch hier gambeln und alles sowas, ne? Also, ah, wie groß die Karte ist, ne? Ist ja krass, ey. Na, schon ein bisschen was los hier in der Buchte, ne? So, ein Banner müssen wir noch holen. Und dann haben wir das. So, ich sehe natürlich... Ah, da ist jemand. Ah, der ist ja richtig blind, ne? So, jetzt muss ich gucken. Ah, okay. Ach, komm schon. Ah, die Bogentypen sind natürlich... Was haben die denn? Ah, komm her hier. Okay, jetzt kommen natürlich mehrere. Okay. Ja, wir nutzen mal jetzt hier einen kleinen Bug aus. Ja, wir machen hier einen kleinen Ringepiez mit anfassen. Schön oben drauf. Ja, schön auf der Ablage hier. Und jetzt müssen wir bloß noch diese Köter da unten loswerden. Und dann passt das eigentlich, glaube ich. Sind nie.
Sydney. Ach, da kommt das Vieh. Und du denkst, du wärst richtig. Oh, oh. Ach, okay. Ey, Digga. Nein! Ja, moin, Alter. Was ist denn das für ein aggressiver Hund, Junge? Habt ihr gesehen? Der hat mich sogar noch unten verprügelt. So, jetzt bist du dreimal anwesend. Das ist natürlich richtig krass. Okay, wir müssen jetzt normal alles machen. Ja, moin. Ja, Tatsache. Ne, es... Ah, okay. Es dürften jetzt nur noch die Hunde sein. Ah, das ist schon, ja, wir kennen uns. Das ist Yumi. Der hieß vorher Yumi Legends. So, jetzt kann ich nochmal herausfordern. Ja, moin, ey. So, kannst dich mal verpissen. So, wer will noch was? Es dürfte eigentlich nur noch ein Hund sein, oder? Ah, kommst du? Ich habe keinen Bock, dass er mich trifft, ne? So, den haben wir. Ah, siehst du, da ist schon wieder das Kötervieh. Ne, ich warte, bis die anderen kommen. Ich warte, bis die noch umkommen. Und dann snetze ich sie alle weg. Ne, einer ist noch. Oha. Du Drecksvieh. Okay, die Kamera ist wirklich manchmal richtig assi. So, down, ey. Alter, das sind doch keine normalen Hunde, das sind ja Werwölfe, Junge. Das sind ja Werwölfe. Artefakte der Mongolen, ja moin. Eigentlich will ich ja nichts ungern noch Yumi genannt werden. Warum denn? Ja, aber wie spricht man denn den Namen aus? Gibt es da irgendeine Abkürzung oder so? Ich kann das nicht richtig aussprechen. Tut mir echt leid, Digi. Aber ich muss. Also auch mit den Hunden, ne? Das ist schon. Okay, es sind natürlich keine richtigen Hunde, aber. Es sind schon Hunde, aber die ja verhalten sich nicht wie Hunde, es verhalten sich ja wie Pitbulls, Junge. Das sind gar keine Hunde, das sind Pitbulls. Oh, ist er tot? Okay, der ist tot, ja. So, da hat jemand gerade abonniert und zwar Rockabilly1989 hat die Abonnentenstufe 1 geschenkt für Alex. Ey, danke! Ey, vielen Dank, Rockabilly1989, dass du Alex ein Abo geschenkt hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ja nett. Das ist ja mega nett. Vielen, vielen, vielen Dank. So, Witsch. Ah, okay, da ist noch jemand. Also, ich muss wahrscheinlich immer noch das mit dem Attentat wahrscheinlich hinbekommen. Und dann kann ich die wahrscheinlich auch so ausnocken, ohne dass ich... Oha. Ah, oh, da ist wieder so ein Köter. Okay. Ich muss echt aufpassen, ne? Da ist noch so ein Vieh. Alter. Alter, bin ich gut oder was? Mann, bin ich gut. Junge, Junge, Junge. Na, ich sollte eigentlich Samurai werden früher. Ja, das war mir aber vergönnt ein bisschen. Ja, ich wäre ein richtig guter Shogun geworden. Muss ich sagen. Und auch, ich hätte die auch reihenweise weggesnackt, ne? So, jetzt muss ich kurz mal schauen nochmal, was hier los ist. Uiuiui.
Ja, also es war schon fast der Ultra-Instinct signed, kann man schon sagen, ja. Ah, siehst du, man kann es ja Schlösser knacken. Also ich finde, das Spiel ist schon, muss ich sagen, sehr vielseitig, ne? Und wenn man mal überlegt, ne, das sind nur Bambus-Gefängnisse, ne? Heutzutage würde man da einfach so lange gegen donnern, bis man halt draußen ist, ne? Aber früher hat das gereicht. Da hat das gereicht, ne? Obwohl, so ein Bambus ist natürlich auch sehr stabil, muss man ja auch mal sagen. Aber ist schon cool, ne? Keine Gitter, kein Metall. Metall wurde damals wahrscheinlich nur für Schwerter verwendet. Und für Rüstungen maximal, für Samurai-Rüstung. Aber im Grunde... Aber... Sehr gerne. Nee, ist aber wirklich richtig cool. Also, hätte ich nicht gedacht. Dass ich sowas mal erlebe bei mir hier. Also nochmal vielen Dank auf alle Fälle. Und ich glaube auch Alex weiß das sehr zu schätzen. So. Okay, wir müssen noch einen Banner und dann haben wir das, ne? Dann müsste das eigentlich befreit sein, oder? Kann man das eigentlich kaputt schneiden? Wartet mal. Das würde ich jetzt mal testen. Na, natürlich nicht. Doch, man kann es zerstören. Okay, es gibt keinen richtig coolen Schnitt, ne? Es wäre richtig cool, wenn es so ein Schnitt, so eine gerade Kante wäre. Und einfach durchgeschnitten, ne? Aber ist leider nicht. Aber ist nicht so schlimm. Das ist jetzt natürlich Meckern auf hohem Niveau, muss ich sagen. So, eigentlich haben wir es erobert jetzt, ne? Erweiterung der Legende-Mitte. Okay, Belohnung. Befreie das Ogwa-Dojo. Na, habe ich das Dojo jetzt nicht schon befreit? Oder muss ich... Zerstöre das Schwarzpulver-Versteck. Okay. Schwarzpulverversteck. Jetzt müssen wir doch nochmal gucken. Ja, ist doch schon ein bisschen größer, ne? Aber ich kann keine Markierung sehen. Alles klar, Ventias. Vielen Dank, dass du da auf alle Fälle dabei warst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und dass du reingeschaut hast. Vielen, vielen Dank. So, Aufzeichnung. Ey, was man nicht alles einsammeln muss, ne? Aufzeichnungen, Schriftrollen. Na, hier bin ich reingekommen, glaube ich. Aber wo soll der Schwarzpulver sein? Kann man das auf Karte sehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach doch, das ist da hinten in der Ecke. Ah, man kann es sogar markieren. Ja, moin. Ah, der Wind bringt mich jetzt natürlich dahin, ne? Richtig cool. Oh, was ist das hier? Eisen, ah. Stahl. Stahl ist sogar noch besser, hochwertiger, natürlich, klar. Ach, das ist das Schießpulverlager, okay. Dann zünden wir dann den Scheiß mal an mit dem Feuerstein. Also nicht mit Fred Feuerstein, sondern... Heute mal so ruhig hier. Planen die anderen was? Ich weiß nicht. Oha, da kommt noch jemand. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Da ist mein Link zum Beispiel wegen PayPal. Also, falls ihr Bock drauf habt. Was hat er gesagt? Ich hab nichts verstanden. Erstmal voller Blut, ne? Kriegst ja doof da. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Ah, scheiße. Nein, das kann man natürlich nicht abwehren. Ah, ich vergaß. Scheißendreck. Okay. Die roten Sachen kann man nicht abwehren. Ich bin so ein Trottel. Ich bin ja richtiger Trottel. Okay. Aber jetzt weiß ich das Wesen. Ah,
man muss genau gucken, was er macht, ne? Man muss genau drauf achten, was der macht. Ach, komm schon. So, da haben wir ihn. Töte oder beobachte weitere Anführer, um Wasserkampfhaltung freizuschalten. Wasserkampfhaltung, die ist natürlich die legendäre Wasserkampfhaltungsmethode. Kennt natürlich jeder Samurai. Ja, ganz klar. Nein, Quatsch. Wir haben auf alle Fälle das Dojo befreit. Die Mongolen sind erstmal weg. Und unsere Leute können natürlich wieder zurückkommen. So, ein Fertigkeitspunkt, das ist immer gut. Ist doch schön, oder? Haben wir schön befreit alles. Joa, sehr cool gemacht, ne? Also, das Leben war wahrscheinlich auch sehr, sehr ruhig, finde ich, oder? Die hatten natürlich nicht so viel Technologie und sowas, aber ich finde, es war bestimmt eine sehr interessante Zeit, muss ich sagen, denke ich mal. Ah, ich bin auch da. Mina! Ja, moin, guten Abend, Mina. Um die Wasserkampfhaltung zu meistern, frag am besten das Pokémon Quappo. Das ist ein Meister. Ich werde demnächst mal Quappo fragen, wie er die Wasserhaltung gemeistert hat. Kann ja nicht so schwer sein. So, Aufzeichnung. Wir haben hier eine Aufzeichnung natürlich. Das wussten wir ja schon. Ausrüstung. Ah, guck mal, man kann sogar... Kann man das Schwert verbessern? Natürlich, man kann es verbessern. Ah, wir brauchen noch zweimal Eisen. Zweimal Eisen, dann könnten wir den Schaden verbessern. Talisman geben Vorteile. Verdienen sie durch ehrenvoll Shinote rein. Schrein. Aha, okay. So, was kommt? Kleidung? Ah, siehst du, Kleidung kann man auch noch ändern. Ist ja krass. Eine Flöte. Warme Umwandlung in der Sonne. Sturmwind. Haha, Sturmwind. Klingt nach. Ah, hier sind die Fähigkeiten. So, perfekte Parade. Ja, dann kann man nämlich. Dann drückt Schaden genommen und dann mit Viereck und Dreieck kann man gleich zum Gegenangriff einsetzen. Ausweichen. Ach, jetzt haben wir eine Rolle auch. Das ist ja cool. Gut. Coole Sache. Kampfhaltung. Hier sind die Kampfhaltungen, ne? Wasserkampfhaltung. Effektiver gegen Schwertkämpfer. Ah, siehst du, man muss wahrscheinlich diese Kampfhaltung auch ändern und sich anpassen des Gegners, ne? Also wenn wir jetzt mehr Speerkämpfer oder Schildträger haben, brauchen wir natürlich die Wasserhaltung, ne? Die halt am besten. Phoenix ist ja auch wieder da. Hey, Phoenix. Karasu wohnt. Oh, jetzt, ich komme nicht hinterher mit dem Lesen, ne? Sorry. Karasu, wurden deine Emote gesperrt oder warum gibt es nur noch den Son Goku? Eigentlich müssten alle gehen. Ich weiß es nicht genau. Müsste ich bei Twitch nachgucken. Ja, Phoenix war schon eine Weile nicht mehr da. Also Wasserhaltung ist gut gegen Schildträger. Und Windkampfhaltung ist gut gegen Speere. Und Mondkampfhaltung ist gut gegen Barbaren. Okay. Aber ist cool zu wissen, ne? Dass das Geist... Ah, okay, das sind andere Sachen hier. Ach, das sind Fähigkeiten, ne? Energie. Ah, braucht zwei Kampfpunkte, ne? Technikpunkte. Um zu heilen. Ist ja cool, ne? Das ist schon richtig nice, finde ich. Vielleicht kann man hier auch was kaufen. Bin auch mal wieder da. Ja, moin. Kann man hier mal... Ja, ja. Ich gucke mal. Ich brauche ein bisschen Eisen. Eisen brauche ich. Es gibt viele Alex auf der Welt. Das stimmt. Wäre auch langweilig, wenn ich der Einzige wäre. Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Oh, wir kriegen gleich ein Geschenk. Tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst gebraucht. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls sie euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Ich werde daran denken. Okay. Danke. Okay, ich hätte jetzt Tracht des Reisenden. Perfekt für alle, denen eine lange Reise bevorsteht. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Ach so, wir müssen Blumen bringen, Schatten des Krieges. Und dann kriegen wir neue Katanas. Oh, guck mal, Schneedämonenaugen. Das sieht ja geil aus, ne? Tränen des Kaisers. Flügel des Meerdraches. Alter.
Das ist ja mega cool. Rüstungsfarm. Okay, hier kann man nur die Rüstung ändern. Ah, es gibt mehrere Hüte. Ah, es gibt sogar Hüte. Also so Stirnbänder halt, ne? Aber coole Sache, ne? Was man so alles machen kann. Neuen Ort sogar entdeckt. Was ist das denn hier? Schmiede von Kowazatsu. Kowatsu. Aber sehr geil, ne? Also ich muss sagen, wir werden da auf alle Fälle erstmal hingehen. Ihr habt meinen Dank. Sehr geil. Also bis jetzt, ich muss sagen, es macht mega viel Laune. Ah, guck mal, hier liegt sogar noch rum. Uns geht's eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ah, jetzt können wir sogar was verbessern. Ah, ich muss zum Schwertschmied. Ich kann das selber gar nicht machen. Ich brauche einen Schwertschmied. Gibt es denn hier sowas überhaupt? Wisst ihr, wer nicht hungert? Noch ein Samurai? Lebendig? Ich dachte, Fürst Jinroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Wer ist denn Kashimi, mein Herr? Ich glaube, so viele sind gar nicht mehr auf YouTube. Ich würde ihn gerne treffen. Sophie ist ja gegangen. Ich glaube, Sophie war das, war die Einzige noch. So, auch wieder neuen Ort, ne? Andere Seite der Ehre. Schmiede, das ist wahrscheinlich die Schmiede. Wir haben ja gar keine Schmiede, glaube ich. Die nächste Schmiede ist wahrscheinlich hier, ne? Ne, Hallbad. Ah, das ist zum Heilen. Na, okay, gut. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wo ist mein Gaul? Gaul, komm mal ran hier. So. Okay, wir müssen da lang. Ah, ist schon cool gemacht, das Spiel, ne? Also, es gefällt mir sehr. So, wo müssen wir lang? Ah, okay, weiter da lang. Ah, wir gehen mal durch diese Bambusreihen hier. Ach, guck mal, Kräuter gibt's hier auch. Ach, das sind die Blumen. Ah, okay. Ach, guck mal, Wildschweine gibt's auch hier. Ah, mongolisches Gebiet, okay. Okay, Mongolen sind hier am Start. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. So, wir fordern erstmal den ersten heraus, den Dicken mit seiner Keule hier. So, der sollte down sein. Hä? Was? Hä? Kämpfen die jetzt schon gegeneinander oder was? Ach, Anführer getötet. Ah, das war schon der Anführer, ja moin, ey. Na, das war ja easy. Aber ganz gut ist, dass man für das Ausweichen halt keine Ausdauer braucht, ne? Meistens ist es ja so. Na nun, stirb ja. Oh. Noch jemand? Oh, guck mal, ein Glühwürmchen. Wo wird das hin, das Glühwürmchen? Ah, okay, das hat mich zu dem Artefakt gebracht.
Oh, hier ist gar nichts. Stahl. Also es ist schon mega cool, ne? Muss ich sagen. Danke an alle, die zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es. Kasu, lies mal bitte oben, wenn du Zeit hast. Okay, warte mal. Ich muss das kommen mal kurz. Die Tracht des Reisen pulsiert, wenn Artefakte in der Nähe sind. Pulsiert? Okay. Achso, vibriert wahrscheinlich, oder? Also ich merke, dass es leicht vibriert, aber... So, nochmal Vorräte eingesammelt. Nämlich das Glühwürmchen bringt mich immer dahin, oder? Ich sehe nämlich hier gar nichts. So, was ist das denn hier? Ah, hier. Zippende Grillen. Ich glaube nämlich, die Glühwürmchen zeigen dir auch, wo manche Sachen sind. Achso, die Story basiert darauf, dass wir ein die Chinesen oder Japanerin und ja, wir sind eigentlich nach Rache aus. Wir wollen unseren Onkel erstmal retten und müssen uns halt entscheiden, ne, ob wir diesen ehrenvollen Weg des Samurais gehen oder ob wir halt alles niedermetzeln, was es gibt, ne? Also so kurz mal grob erzählt. Wir sind aber noch nicht so weit in der Story. Darum kann ich nicht genau sagen, ob das zutrifft, was ich hier sage. Aber so in etwa war das erstmal. Wir schaffen das schon. Wie, kein Wind? Kein Wind? Oroshis Kreuzung, Junge. Warum gibt es keinen Wind hier? So, der Hammer. Okay. Ja, so im Groben ist das halt, ne? Also das ist jetzt die Story, würde ich jetzt mal sagen. Würde ich mal jetzt behaupten. Aber wie gesagt, wir sind ja noch nicht so weit. Ich kann noch nicht genau sagen, was wir hier alles noch machen müssen. Fakt ist auf alle Fälle, dass wir andere Samurai, rekrutieren müssen, wahrscheinlich für einen Großangriff oder sowas. Muss man mal sehen, ja, wie es sich entwickelt. Okay, ich dachte, hier oben wäre irgendwas. Doch, da oben ist irgendwas. Da oben ist irgendwas. Hey Alex, Frage. Ach, Sophie ist ja doch noch da. Ich dachte, Sophie ist schon nicht mehr am Start. Okay, hier ist nichts rum. Muss ich vielleicht hier ein Liedträllerchen? Ich glaube... Okay. Es könnte ja sein, dass da war ein Lied, ne? Genau. Die App ist nämlich kostenlos von Discord. Einfach mal registrieren und anmelden. Ah, okay, wir müssen über die Brücke. Oh, Beat. Okay. Kann ich noch nichts machen mit den Bienen? Es gibt noch keinen Honig. Es gibt noch keinen Honig. Ey, nicht runterfallen. Los, Kage! Wald der verborgenen Quellen. Aha.
Okay, hier war schon wieder ein Glühwürmchen, ne? Aber wo will das Glühwürmchen mich hinbringen, ne? Thank you.